Mit Wandmalereien verzierte Wände sind an sich nichts Ungewöhnliches. Die Besonderheit hier: Die Malereien befinden sich in einem Bauernhaus. Die Räume waren für Fremde eigentlich gar nicht zugänglich. Wahrscheinlich hat es sich um Schlafzimmer oder Vorratskammern gehandelt. Und die Malereien sind nicht auf gemauerten Wänden, sondern auf hölzernen Blockwänden ausgeführt. Wir können zu den Malereien verschiedene Fragen stellen. Zum einen, wer? Ziemlich sicher nicht der Bauherr selbst oder der Hausherr selbst, sondern ein auf Malerei spezialisierter und geübter Handwerker, zum Beispiel ein Kirchenmaler oder Dekorationsmaler. Auch damals gab es auf dem Land schon spezialisierte Handwerker. Wann, wissen wir sehr genau. Für zwei Räume, die sind inschriftlich datiert auf 1691. Der dritte Raum ist vermutlich etwas älter. Was ist dargestellt? Wir finden zum einen Heiligendarstellungen von beliebten Heiligen wie Georg, Sebastian, Laurentius oder Ursula mit den gängigen Motiven. Wir finden Putten, Ornamente, aber wir finden zum Beispiel auch eine Jagdszene und, was auch ungewöhnlich ist, höfische Menschen. Und womit und wie wurde die Malerei ausgeführt? Die Fugen zwischen den einzelnen Blockbalken wurden vermutlich erstmal mit Moos ausgestopft, dann mit Lehm verputzt, sodass man eine ebene Oberfläche bekommen hat. Der Lehm wurde in zwei der drei Kammern auch noch als dünne Schicht auf der gesamten Wand aufgetragen. Dann wurde die Wand weiß gekalkt und auf dieser weißen Kalkschicht wurde dann die Malerei ausgeführt. Über die Pigmente wissen wir bisher noch nicht so viel. Wir haben noch keine Analysen durchführen lassen, aber wahrscheinlich handelt es sich um gängige mineralische Pigmente, die man damals zum Beispiel beim Apotheker kaufen konnte. Wir denken heute, dass solche Malereien vielleicht häufiger waren, als wir es heute wissen. Die Malereien sind aufgrund ihrer Technik sehr fragil und fallen schnell von der Wand ab. Und die Räume wurden ja auch immer genutzt und bewohnt. Und da ist es auch vorstellbar, dass die einfach nach gewisser Zeit umgebaut oder neu geweißelt wurden.